So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Transportfieber. Weiter geht's bei mir im Channel. Bin schon echt gespannt, wo das jetzt alles eigentlich noch hinführen wird. Man ganz kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt 6 oder wie? Das ist das 6. Video, was ich jetzt in Folge aufnehme. Und mein Headset funktioniert wieder. Juhu, Jubel. So sieht's aus. Was gibt's jetzt noch? Also Travis ist jetzt von den Lieferungen, was die Lieferungen betrifft, ist jetzt abgeschottet. Alter Schwede, guckt euch das Holz an. Was macht der? Da fahren jetzt schon drei Riesendinger und das geht sich immer noch nicht aus. Das kannst doch jetzt... Wollt ihr mich verarschen, oder? Wie sieht das aus, wenn der leer ist? Also müssen wir da wirklich noch einen Zug ranhängen. 324... Mein Schwein pfeift. So. Das ist der nächste Zug beim Holz. So, da steht jetzt natürlich mehr, das ist natürlich jetzt echt doof. Aber habe ich mehr transportiert? Nee, glaube ich gar nicht. Du produzierst mehr, oder? Nee, auch nicht. Eigentlich gleich viel. Es kann echt sein, dass ich da noch was machen muss. Ich glaube, da werde ich noch ein, zwei Hänger dranhängen. So geht das eigentlich nicht. Was habe ich denn für einen Cashflow eigentlich? Das kann man jetzt so nicht sagen, weil ich immer investiere. So, der lädt aus, der andere lädt ein. Das ist doch prima. So, du fährst jetzt mal ins Depot. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Was deine Kapazitäten betrifft. Aber zumindest ist die Hauptader leer. Und das ist ja schon mal was sehr Schönes. Hätte auch schlimmer sein können. So, Gütertransport. 1, 2, 3, 4. Ich probiere mal, dass ich 4 dranhänge. Kohlezug. Normalerweise, wenn nur ein Zug drauf fährt auf dem Ding, dann sollte das funktionieren. Aber es ist auch... Ja. Das soll jetzt mal fürs Erste nichts heißen, aber... Der hat sogar Kohle liegen lassen.
Da könnten wir sogar dann noch einen machen. Wobei, das wäre jetzt echt schon zu viel. Guckt mal, der steht noch da und da kommt der nächste schon. Der muss jetzt eh schon warten. Entweder habe ich jetzt den Rhythmus zerstört oder ich weiß es nicht. So. Schlacke, Baumaterial, Vieh, Kohle, Eisenherz, Lebensmittel, Waren, Baumstämme, alles kann das Schiff da mitnehmen. Dann werden wir das ersetzen. Und das werden wir mal einschalten. Und da ist der dicke Dampfer. Die dicke Ilse. Da so ein bisschen, bis das die alle ankommen. Es ist schon ein langer Weg. Aber er funktioniert noch. Also er macht sich schon noch bezahlt. So würde ich das jetzt mal behaupten. Und du machst mir echt Sorgen da mit deinem Holz. Der nächste runter, währenddessen lädt der da ab. Ne, der fährt auch schon wieder los. Aber ich glaube, es ist nicht getan damit. Wie sieht es eigentlich mit Eisen und dergleichen? Oh, ich nehme eigentlich alles mit. Darum ist so viel Holz. So, der fährt, der nächste kommt, sehr schön. So, Plastik. Plastik sieht gut aus. Das haben wir im Griff. Da haben wir wieder, da hängt es wieder. Ich glaube, das kriegen die auch in den Griff. Ist der Dicke eigentlich schon da gewesen? Schon, gell? Der war schon mal da. Wo ist er denn? Da ist er. Was nimmst du mit? Nix. Halifax City bekommt nix. Ne, ich glaube, das geht alles über Schiffswegen, was Halli City betrifft. Oh, mein Handy. Euch das Headset. Ich hoffe, ihr nicht. Ist das jetzt ein Öltanker? Ja. Also den Öltanker, den könnte ich eigentlich auch. Da kommt eh kein Öl mehr. Was willst du da? Mit welcher Linie fährst du eigentlich? Achso, jetzt nicht mehr. Aber Öl kommt da schon lange keins mehr. So, das zweite dicke Schiff. Also Schiff ist, glaube ich, das mit Abstand behäbigste im ganzen Spiel. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass es hier nicht mehr mitnimmt, als wie nur eines, weil normalerweise kannst du ja auch die Schiffe unterteilen.
Na, aber es ist halt so. Somit dauert das halt ewig lange, bis dass du da alle ausgetauscht hast. So, um hier auch ein bisschen Luft zu machen, werde ich da einfach mal abreißen. Wir brauchen hier keinen Hafen. Hätte ich mal gedacht, dass das schön sein könnte, so als Alternative ein bisschen am Ding herumcruisen. Aber interessiert niemanden. Somit weg. Weg damit. So, 113 Millionen. Muss wieder was machen. Oh. Hier los. Mit Speedburg Brot, wie alt bist denn du? Ja, noch ganz jung. 13 Jahre erst. Aber die kommen hier nicht zurecht mit den Waren, so wie es aussieht. Das heißt, da werden wir auch einen Fahrzeugersatz machen. Das Ganze auch auf 25% runter. Oh, andere Richtung. Genau, weil dann greift das nämlich. Und dann werden wir ja auch den dicken nehmen. Den 40-Tonner. Der 40-Tonner wird's. Und los geht's. Dann wird's europäisch. Mit dem 40-Tonner. So, und jetzt. Jetzt ist es cool, oder? Also, fand ich schon. Jetzt haben wir schon mit dem 40-Tonner. Ist natürlich interessant, Amerika, also die amerikanischen LKWs, die eigentlich größer sein müssen, sind aber kleiner von der Kapazität. Aber ja, vielleicht kommt da noch einer, wer weiß. Ich hoffe, dass das reicht, was die Transporte betrifft. Das sieht nämlich nicht so aus. Ich glaube, da könnten wir dann noch ein oder zwei oder drei LKWs dazu kaufen. Weil ich weiß jetzt nicht, wo er mit den Lebensmitteln hin will. Aber mir kann es ja nur recht sein, weil solange er mit mir den Transport macht, macht es mit keinem anderen. Wobei es gibt eh keinen anderen, aber ja. So, ein Fahrzeug gibt es noch zum Upgraden. War es auch das wieder? Und das war's jetzt. So, dann werden wir auf 100 stellen und aus. Danke. Das war sehr freundlich. Und wir kaufen noch. Komm. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir kaufen noch dazu und die werden wir. Wie heißt du nochmal? Ah, Brot. Los geht's. Dann haben wir 5 bis 10 Fahrzeuge dazu. Das wird jetzt ein bisschen staunen, aber alles für den guten Zweck. Die wollen alle rüber, das sage ich dir. Die wollen das dahin liefern. Das geht dann nach Tex-Mex City, nach Halifax City. Da könnten wir theoretisch. Ja, wäre schon geil, oder? Den Zug hier verlängern. Da durch den Berg stoßen, dann da drüber und dann darüber. Das wäre schon echt Hammer.
sieht es aus mit unseren Schiffen? Sieht nicht schlecht aus. Wie sieht es mit Holz aus? Ja, mit Holz sieht es natürlich immer noch scheiße aus. Warum auch immer. Kann da noch einen Zug bauen. Wobei, der hat jetzt keine volle Ladung an Brettern mit. Ah, da gibt es eine Sättigung. Also Holz würde ich jetzt nicht mehr machen, weil da gibt es gerade eine Sättigung. Die Frage ist, weil... Eisen fehlt. Liegt das an der Kohle oder? Ich glaube, es liegt dann am Eisen. Ich sehe nämlich hier überhaupt nichts, das hier produziert wird. Das geht nämlich zurück. Was ich zwar nicht verstehen kann. Oh, der Airbus 320, A320. Wir sind im Jahr 1992. Wir haben es bald geschafft eigentlich, dass wir das Spiel unter Anführungszeichen durchspielen. Von der Evolutionskette. Also ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht mehr bankrott gehe. Wobei das ist... Ja... Einfacher gesagt als getan. Zumindest, was ist denn hier los? Ja, also das wäre so die nächste Strecke, die ich eigentlich gerne mit dem Zug machen würde. Und ich glaube, ich habe anfangs die Straße gelegt, kann das sein? Die gab es nämlich nicht. Kann durchaus möglich sein, ja. Oh ja, zwei Schiffe gibt es noch zum Tauschen. Den Rest haben wir. Ja, Halifax City bekommt wieder weder Lebensmittel noch sonstiges. Irgendwie interessiert die das gar nicht. Dafür bekommt Tex-Mex City alles. Aber wirklich alles. Das finde ich nicht okay. Gar nicht. Das macht... Oh, haha, 2 Millionen ausgeben, 8 Millionen Gewinn. Das macht Sinn. Das war auch ein guter Schachzug. Und schaut euch Tex-Mex City an. Ja, bist du verrückt. Das ist ja... eine Großstadt geworden. Das traut man ihm gar nicht zu. Und die Züge sind klitschevoll, oder? So, mitnehmen. Und 98, jawohl. Und Travis City auch voll, jawohl. Und geht schon wieder weiter. So, wir warten jetzt noch, bis das Schiff hier
anlegt. Boah. Trotzdem macht mir das Eisen ein bisschen Sorgen. Da könnte nämlich schon auch mehr liefern. Steintransport. So, liebes Schiff, wie sieht's aus jetzt bei dir? Ein bisschen schneller her. Schwupp, ja, drehen geht schnell, ja, aber fahren ist langsam. Und warum ich hier Eisen liegen habe, ich weiß es nicht. Ach so. Doch, ich glaube, ich weiß es schon. Ich glaube, der Weg schneller ist, oder der Lieferant, der Produzent glaubt, dass der Weg schneller ist, wenn er es über die LKWs schickt. Wobei, nee, ich bin da nicht der Meinung. Aber ja, soll jeder selber entscheiden. So, jetzt wird die Schlacke mitgenommen. Jawohl! Perfekt! Da kommt das nächste Boot. Nein. Das nächste dauert eigentlich noch etwas. Wir haben da auch alle erledigt. Ich würde aber jetzt nochmal schnell 1, 2, 3 Schiffchen kaufen, weil ja die Güterschifffahrt, weil ich dann schon glaube, dass das unterm Strich schon auch viel mehr Geld bringt. Das ist der Öltanker, gell? Ja, den ich verkauft habe. So sieht's aus. In diesem Sinne. Wow, also so weit war ich noch nie. Noch nie. Und es funktioniert alles perfekto, prima, primissimo, was weiß ich, keine Ahnung. Auch hier wird jetzt das Zeug abgenommen. Das ist prima. Ja, dafür wird es hier jetzt wahrscheinlich mehr werden. Das heißt, da müssen wir dann beim nächsten Mal auch gucken, dass wir da rüber die Sachen verlagert bekommen. Und da überlege ich halt auch, ob ich dieses Problemchen hier nicht irgendwie anders löse. Aber das ist halt ein großer Berg. Und ich weiß es nicht. Wobei, nee. Hier vor allem ist es sehr, sehr schwierig. Aber es könnte sich ausgehen mit einer richtig großen Brücke. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.